Letzte Vorbereitungen für die entscheidenden Kilometer. Zum 42. Mal versammelt sich die Laufsportgemeinde zu einem der größten Sportevents des Jahres, der BMW Berlin Marathon 2015. Über 40.000 Läuferinnen und Läufer starten auf die mehr als 42 Kilometer Marathondistanz durch die deutsche Hauptstadt, unterstützt und angefeuert von über 1 Million Zuschauer. BMW als Titelpartner bietet den Teilnehmern und Besuchern perfekte Bedingungen, um sich optimal auf das Rennen vorzubereiten und sich rund um den Laufsport zu informieren. Laufsport erreicht viele Leute. Entweder in der Stadtlauf, wenn man nur 10 Kilometer läuft, oder mit so einer weltbekannten Berlin-Marathon. Und dadurch erreicht man nicht nur Leute kommunizierend, aber auch durch die Erlebnis. Die erleben die Marke hier, die sehen unsere Produkte und die erleben einfach eine positive Stimmung und es nimmt alle mit. Beim Marathonstart im Berliner Tiergarten tritt unter den Topläufern auch Anna Hahner an, eine der erfolgreichsten deutschen Marathonläuferinnen und eine der großen Sympathieträgerinnen hier in Berlin. Ja, der Berlin-Marathon ist einer der bedeutendsten Marathons der Welt und ich freue mich drauf, dort zu starten. Die Stimmung ist einzigartig. Es gibt keinen Meter an der Strecke, wo nicht Zuschauer in Dreierreihen stehen, die einen anfeuern. Go. Startschuss auf der Straße des 17. Juni. Ganz vorne das Läuferfeld mit den kenianischen Favoriten. Berlin ist bekannt für schnelle Zeiten. Mehrfach ist der Weltrekord auf dieser Strecke unterboten worden. Auch bei den zahlreichen Rollstuhlfahrern und Handbikern. Unter ihnen misst sich BMW-Rennsportlegende Alessandro Zanardi erst liegend, dann kniend mit der Konkurrenz. Eine neue sportliche Herausforderung für den Paralympics-Olympiasieger. Das ist einer der besten und bekanntesten Marathons der Welt. Und für mich die Chance, in der Stadt meiner zweiten Geburt anzutreten, weil ich vor Jahren diesen Rennunfall hatte. Und hier in Berlin wurde ich gerettet. Im Ziel liegt am Ende der Kenianer Eliud Kipchoge bei den Männern vorn. Nach 2 Stunden und 4 Minuten überquert er die Ziellinie. Auch bei den Frauen gewinnt mit Gladys Cheruno eine Kenianerin in Jahresweltbestzeit. Nach 2 Stunden, 19 Minuten und 25 Sekunden. Knapp 11 Minuten später erreicht Anna Hahner das Ziel als 13. Jeder kann seinen eigenen Traum eigentlich erreichen heute. Und das ist auch so weit wie bei BMW. Egal, ob man unsere neue 2 Active Tourer kauft oder die neue X1 oder die neue M3, erreicht man damit auch wünschensweise auch seinen eigenen Traum und sein eigenes Ziel. Und deshalb glaube ich, die Emotionen passen sehr gut zusammen. Der 42. BMW Berlin Marathon hinterlässt viele glückliche Gesichter und eine Menge Erleichterung. Und spätestens hinter der Ziellinie bei allen Teilnehmern das Gefühl, eine außergewöhnliche Leistung erbracht zu haben.